Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 mit der 100 Baby Challenge. Conny badet, sie müsste doch mal was essen. Ne, sie duscht und müsste was essen. Könnte mal wieder eine Pizza machen. Eine Käsepizza. Ja, wir haben gerade Karl Raffen zu Besuch. Wo ist er denn? Ich höre ihn doch, da ist er. Denn eine neue Babypapa. Also sie ist wieder schwanger. In welchem Trimester ist sie denn? Okay, noch im ersten. Nicht auf die Pizza kotzen, wenn ich bitten darf. So, das kannst du gerade mal weglegen. Wäsche weglegen. Sauber und trocken ist er, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was hast du vor? Du machst das jetzt nicht kaputt, oder? Sicher macht er das kaputt. Du blöder Depp. Blöder. Reparier das mal. Als Übernachtungsgast einfach mal, das Conny verdreht immer noch die Augen, wenn sie an den grauenhaften Witz denkt, den Karl eben erzählt hat. Ja, kann sein, dass sie Witze nicht mag. Mahlzeit servieren. Wie geht's eigentlich den Zweien? Blumenspendenaktion. Anlässlich des Feiertags Liebestag gibt die Schule von Gertrud Ragnar den Schülern immer die Gelegenheit, Blumen zu kaufen, die während des Unterrichts gegenseitig übergeben werden. Da Gertrud Ragnar ein wenig Geld hat, beteiligt sie sich an der Spendenaktion. Für sich selbst kaufen. Gertrud Ragnar beschließt, sich selbst Blumen zu kaufen und es so aussehen zu lassen, als wäre sie beliebt. Bis zum Mittagessen sonnt sich Gertrud Ragnar in Anerkennung, doch dann zieht der Raufbold der Schule sie beiseite und verkündet, dass er Bescheid weiß. Zum Glück findet der Raufbold die Sache lustig und Gertrud Ragnar bekommt ungescheren und mit ihrem Essensgeld davon. Okay, so, wie geht's euch zwei? Stinkern? Hunger, Hunger. Was machst du? Nee, hör mal auf mit Karl zu plaudern und hör mal hier auf zu reparieren. Pizza kannst du gerade mal noch servieren. So, anlässlich des Feiertages Liebestag hat die Klasse von Gabi Ragnar Papierblumen gebastelt. Der Lehrer hat alle Schüler gebeten, ihre Blumen jemandem Besonderen zu geben. Gabi Ragnar überlegt, wem sie ihre Blumen geben soll. Blumen verschenken, um den Tag zu verschönern. Gabi Ragnar geht an ihren Lehrer, einem traurigen kleinen Mädchen und dem Raufbold der Schule vorbei. Nichts fühlt sich gut genug an, bis sie einen alten Mann entdeckt, der alleine im Park spazieren geht. Gabi Ragnar greift in ihren Rucksack und stellt fest, dass der Papierblumenstrauß beim Gehen komplett von ihren Hausaufgaben zerdrückt wurde. Vielleicht hat sie etwas daraus gelernt. Und im Kunstunterricht lernt die Klasse von Franco Don, wie man Geschenkkarten anfertigt. Nachdem Franco Don Glitzer, Buntstifte, Papierblüten und flauschige Pfeifenreiniger bereitgelegt hat, setzt er sich hin und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Die Karten sollen auf der anschließenden Feier in der Klasse verteilt und geöffnet werden. Sie müssen also gut werden. Franco Don fallen zwei Themen ein. Witzige Blumenkarten machen eine herzliche. So, sensibel, niedlich, bezaubernd, sinnlich. Das sind nur ein paar der Adjektive, die sich die Kinder für auf den Fluren über Franco Don zuflüstern. Der Raufbold der Schule hat seine Besteuerung des Schulessens aufgegeben. Die beliebten Mädchen erlauben jedem, sich zu ihnen zu setzen, auch wenn derjenige kein Pink trägt. Und niemand wurde heute in einen Spind gesperrt. Und alles nur wegen der Karten von Franco Don. Ob es sich so anfühlt, eine Teenager-Legende zu sein? Ja, fütter ihn mal. Der hat Hunger. Mit Flasche füttern. Prüfungsergebnisse. Durchschnittlich. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Und Ragnar Don ist Zweier-Grundschülerin und ist auch Zweier-Grundschülerin. Und Franco Don hat was mitgehen lassen, der Schlingel. Telefon. Hallo Conny, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass dein enger Freund C. Yoshida von uns gegangen ist. Wer auch immer das ist. Ich weiß es nicht.
So, du fütterst schon, dann brauchen wir hier, dann können wir anschließend sie hier aufwecken. Die Hermine, ihn hätte ich Harry nennen sollen, nicht Hans, aber das kam erstmal. Conny und Fa, so, sind eben gute Freunde geworden. Sehr gut. So, du musst dringend mal duschen. Tust du auch, sehr gut. Du kannst auf jeden Fall deine Hausaufgaben machen, du bist traurig. Wegen kaputtem Puppenhaus, ja, das müssen wir gleich reparieren. Mach du mal deine Hausaufgaben. So, du brauchst Spaß. Du kannst hier mal ein bisschen zocken. Ja, fütter du sie mal. Mehr Auswahl, Babypflege. Füttern, stillen. Eingehende SMS. Conny, ich hörte von einem da einer unserer. Ich gehöre einem Sportverein, der vor kurzem eine Menge negative Presse erhalten hat, da einer unserer gut bezahlten Stars sich total daneben benommen hat. Dein wunderbarer Ruf könnte uns helfen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Nee, Jobangebote muss ich ablehnen. So, du kannst auch deine Hausaufgaben machen. Meilenstein Lachen freigeschaltet, das ist gut. So, du kannst ein bisschen zocken, dass du Spaß kriegst. Kriegst du Spaß? Nee, du kriegst gar keinen Spaß. Willst du lieber das machen? Das macht ihm zumindest keinen Spaß. Zu angespannt. Ist immer noch zu angespannt. Nimm dir mal ein Stück Pizza. So, du kannst sie mal hier hinlegen. Du hast echt Wellen geschlagen. Die ganze Unterhaltungspause. Baden. Bade sie gerade mal. So, bist du immer noch sehr angespannt? Er braucht irgendwie Spaß. Ja, ich würde ja, aber kann ich nicht. Und das macht dir irgendwie keinen Spaß. Sims Forever spielen vielleicht. Das stattfindet das Gewürzfestival statt. So, wie geht's dir? Blase, ja. Du könntest dich mal schlafen legen. In die Haya gehen, genau. Wie lange hat sie eigentlich noch? Oh, die haben noch ein paar Tage, bis die älter werden. So, was macht deinen Spaß? Steigt er jetzt? Immer noch nicht, ne? Was ist mit dem los? Willst du Fernsehen gucken? Macht dir das vielleicht mehr Spaß? Oder bist du einfach verbuggt? Das kann natürlich auch gut sein. So, du musst aufs Klo, das ist richtig. Oh. So meinte ich das nicht mit aufs Klo. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Was ist mit dir, Schreihals? Du gehst in die Haya, okay. Du gehst hier, nimm mal das Klo. So. Du isst ein Stück Pizza. Hausaufgaben hast du fertig. Zusatzaufgaben darfst du dann noch machen. Aber darfst du natürlich erst deine Pizza essen, ne? Du willst duschen. So, er hat so langsam wieder Spaß. Sehr gut.
Dann kannst du jetzt mal deine Hausaufgaben noch machen. So, du kannst deine Zusatzaufgaben noch machen. Dass ihr das auch erledigt habt. Du kannst dir mal ein Stück Pizza nehmen. So, und dann packen wir die mal. Ach so, geht gar nicht. Kannst du die weglegen? Weglegen müsste ja Dings sein. Also genau. Sehr gut machst du das. So, und du hast da bestimmt auch Zusatzaufgaben auf. Genau. Dann kannst du die nämlich auch gerade machen. Sehr gut. So, die Kittys sind versorgt. Ja, die müssen aufs Klo, aber das ist okay. Das geht eh in die Windel. Auf dem Rücken in der Spielmatte liegen. Ja, tust du. Level 2 der Mentalfähigkeit erreicht. Huh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also zwei Kittys können wir noch kriegen. Zwei sind noch drin. So, da könnte sie auch noch mal ernten. Oh, werden da gemalt. Der Karl, okay. Können wir noch verkaufen bei Gelegenheit. Du machst deine Hausaufgaben. Hi. Karl Calzone, das Senior inzwischen. Das glaube ich auch Papa von einem unserer Kinder. Meine ich. Oder? Dana Rodrigo. Don Winter. Haben wir gar keinen Karl. Nee, tatsächlich nicht. Schade. Den hätte ich ja auch noch gern als Papa mal gehabt. Dann kannst du ihn aber gerade mal begrüßen. Vielleicht geht das ja mit ihm als Senior noch. Jakob hat die Dings erforscht, okay. Liebestag-Konfetti werfen. Vielleicht können wir den Liebestag noch ein bisschen retten. Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Zusatzaufgaben abgeschlossen. Liebestag-Geschenk geben. Kriegst eine Rose. So. Kleiner Anmachspruch. Okay. Sie hat ihren Liebestag schon mal als glücklich. So, jetzt kennen wir ihn zumindest. Dann kannst du dich nochmal wieder schlafen legen. Du fühlst dich unwohl. Du musst aufs Klo. Ich hätte eine Idee. Geh aufs Klo. Duschen könntest du auch gleich noch. So, was ist mit euch zwei Schreihälsen? Bei dir ist soweit alles grün. Herumtollen. Hygiene ist halt nicht toll, ne? Das könntest aber du gerade mal machen. Mehr Auswahl, Babypflege, Baden. Wir haben Freitag, sehr gut. Ach, dann haben die ja eh noch Zeit für ihre Hausaufgaben, die Kiddies.
Dann kann er auch noch seine Zusatzaufgaben machen. Sehr schön. So. Du brauchst ein bisschen Kommunikation. Oder sozial. Kannst mal mit ihm, mit Howdy vorstellen. Karl hat, der Franco Donato noch was mitgehen lassen, ne? Pudding im Orbit. Kann ich nicht verkaufen. Gestohlen von. Kann weder verkauft noch gelöscht werden, okay? Über Liebestag singen. Liebestag Konfetti werfen. Wieso machen die Kiddies das schon? Du kannst mal mit ihnen. Achso, ne, du kannst auch ein bisschen am Gerüst turnen. Singfähigkeit erworben. Sehr gut. Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht. Auch gut. Sehr gut. So, du schläfst. Warum heult sie? Da kriegt jemand Hunger. Du kannst sie gerade mal füttern. Mehr Auswahl, Babypflege, füttern. Mit Flasche natürlich. So, du legst dich schlafen, nehme ich an. Ja. Sehr gut. Du kannst dich auch mal schlafen legen. Was ist bei dir? Du kriegst auch langsam Hunger. Dann kann er dich auch gleich noch füttern. Nicht du. Du natürlich. So, Babypflege. Füttern, mit Flasche füttern. Dass die Babys versorgt sind. Oh, und du bist aber... Nee, du bist totenmüde. Leg du dich schlafen, das macht dann Conny. Conny, steh du mal auf. Und fütter ihn mal. Du kannst ihn dann aber auch gleich stillen. So. So, dann darfst du die noch aufräumen. Dann kannst auch du dich hinlegen wieder. Also, du hast selber Hunger. Was ist mit dem Stück Kuchen, was hier steht? Torte essen. Ist noch lang genug gut, ja. Passt. Und dann darfst du dich schlafen legen, oder? Ja, dann geht das. Auch du kannst schlafen. Was willst du von ihr? Mit Conny Gurren. In die Haia gehen. Ja, ja. Schrei du. Was machst du? Du kannst auch in die Haia gehen. Dann ist da nämlich Ruhe. Sehr schön. In welchem Trimester ist sie jetzt? Sie müsste im zweiten sein, oder? Drittes Trimester in 23 Stunden. Ja, und dann steht der nächste Nachwuchs an. Die nächsten Schreihälse, ne? Die haben jetzt noch 2 Tage, oder? Ja. So. Ja, ja. Hör auf zu schreien. Geh einfach in die Haia. Er muss los, okay? Also sie schläft unglaublich schlecht. Die braucht immer wieder mehrere Anläufe, bis sie tatsächlich da mal in die Haia geht. Unglaubliches Schreihals. Ich hoffe, das wird besser, wenn sie älter wird. So. Ja, du bist traurig, weil zu lange wach ist. Die dumme Nuss sollst ja auch einfach schlafen, ne? Ist doch gar nicht so schwer. Aber dann beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.